Ich glaube, das kann jeder sehen, wie es mir heute geht. Ich möchte mich gerade mit überhaupt niemandem beschäftigen müssen. Das habe ich mir gestern auch gedacht, als ich mir die No Names, No Stars angesehen habe. Ich brauche mehr Alkohol, so geht es nicht. Genau, ohne Dope kein Hope. Und täglich grüßt das Agrotier. Und damit begrüße ich auch euch zu meiner dritten Zusammenfassung von Promi. Big Brother. Wenn du einen Orgasmus hast, dann schüttelt es den Hund mitsamt der Hütte. Katie, gut geschlafen? Ich habe tatsächlich nicht gut schlafen können, weil Micha sehr, sehr laut geschnarcht hat. Was sagt die Königin dazu? That's Big Brother Girl. Ich finde auch diesen Begriff Spielerfrau so bescheuert. Was Spielerfrau? Was soll denn das sein? Ich erkläre dir das mal. Das sind Frauen, die für keinerlei eigene Leistung auf Promi-Partys eingeladen werden, dort kostenlos Champagner saufen und dann in Promi-TV-Sendungen tingeln. Also Leute so wie du. Das ist mittlerweile ein Berufsbild. Genau. Ganz ohne jegliches Talent darf man dann TV-Sendungen moderieren. Nicht wahr, Frau Hummels? Wahrheit. Ich wäre auch gerne Spielerfrau. Macht sie nichts anderes. Nur Spielerfrauen? Ja, das habe ich auch immer gedacht. Bis ich dich gesehen habe. Nur Titten? Und jetzt meine Frage des Tages. Ja, wir gehen in die Oper. Gibt's da gutes Essen? Dass Katie der schnellste Lutscher war, dazu muss ich jetzt keine schlüpfrige Bemerkung lassen, oder? Hat sich sicher sehr lustig angehört, so mit dem... Hab ja gelutscht wie ein Weltmeister. Naja, um bei diesem Niveau zu bleiben, nach dem Lutschen wurde gesaugt. Ist auch leer gesaugt. Bewohner, ihr habt bestanden. Vom Gewinn wurde sich dann Schokolade und Lungenbrötchen gegönnt. Kommt Leute, also wer auch immer jetzt ziehen will. Oh, das sind alles meine. Unimportant, unwichtig, unlustig. Udo wurde ins Schloss gewählt zu der Seniorenfraktion. Naja, er verhält sich ja auch so. Hat er überhaupt noch Puls? Udo. Udo. Oh, shit. Und dafür wurde zum Abspecken Herr Hüftgold von den Zuschauern in den Wald geschickt. Da hat Katie mal recht. Es geht um das Essen für alle, um ein Match zu gewinnen. Aber wenn keiner von diesen No-Name-Stars Medienpräsenz hat, wenn einen keiner kennt, dann ist das höchste Ziel Medienpräsenz. Ich mach dann smart. Dann mach ich smart. Ich mach stark. Dann machen smart. Wir beide smart. Ich und Ella machen smart. Nein, lass Jasmin smart sein. Nein, warum? Starken Mädels, aber es geht einfach fucking darum, dass okay. Wir einfach gerade jetzt um 20 Euro kämpfen müssen und einige von euch sind nicht smart, die in smart sein wollen und einige sind nicht stark. Also, ihr müsst jetzt nicht, ja, weil ihr Bock habt, also, einfach jetzt eure Fresse in die Kamera zu halten, da hingehen. Hey, das hat doch ganz von Anfang an gesagt. Nein, ich meine es gerade ernst. Es geht fucking auf unser aller Essen. Dann mach ich die Rufen. Die Smarten. Elli und Adela. Das Alice im Wunderland-Spiel haben sie dann mit mehr Glück als Verstand gewonnen. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16? Richtig, Emmy! So, das war es auch schon wieder. Was war euer Highlight, wenn es eins denn gab in dieser Sendung der Belanglosen? Schreibt mir, kommentiert mir.